Das ist ein Kurs, der einen Überblick über die deutsche Literatur von der Goethezeit bis heute gibt. Wir fangen mit Goethe an und hören mit Schirach, einem ganz aktuellen Autor, auf. Und ich glaube, das ist ein interessanter Überblick für die Studenten auch, dass sie innerhalb kurzer Zeit, also innerhalb von 4 Wochen, einen wirklich interessanten und aber auch für sie gewinnbringenden Überblick über die deutsche Literatur bekommen werden. Ist komplett auf Deutsch. Dies ist also eine durchaus große Herausforderung für die Studenten. Die Texte sind auf Deutsch und Goethe ist auch für deutsche Leser nicht einfach. Und ja, es ist eine schöne Herausforderung für die Studenten, die sie aber auch gerne annehmen. Es kommen viele aus den USA und also jetzt in dem jetzigen Kurs habe ich aber auch eine Studentin aus Italien, aus Frankreich, aus Spanien, zwei aus China, die aus ihren Ländern wiederum Inspirationen und Anregungen in den Kurs bringen, historische Hintergründe einbringen können. Und für mich persönlich ist es auch interessant, die deutsche Literatur aus einer fremden Sicht zu sehen. Also da kommen für mich auch neue Ideen, die ich wieder in den Unterricht einbringen kann und hoffentlich auch Gewinn bringt für die Studenten. Also wir gehen als erste Exkursion in die Alte Nationalgalerie. Wir können also im Unterricht die Literatur vorbereiten und können dort Originale der romantischen Malerei sehen von Caspar David Friedrich und Schinkel. Und alle sind ganz begeistert, das im Original sehen zu können. Dann gehen wir noch in das Deutsche Historische Museum und das ist auch für viele interessant. Also wir haben eine Führung zu einer bestimmten Epoche, aber man hat dann natürlich eine Karte und kann den ganzen Tag sich andere Epochen angucken. Wir nehmen das als Weiterführung oder als Einführung in eine Epoche, weil wir auch den historischen Hintergrund jeweils sehen der Literatur und auch ein kleines bisschen philosophische Hintergründe. Künstlerische und das ist eine schöne Weiterführung.